Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Bundestag sind heute die Hauptakteure der gescheiterten Jamaika-Sondierungen erneut aufeinander getroffen und auf die anderen Parteien. Gegenseitige Vorwürfe prägten die erste reguläre Sitzung des neuen Parlaments. Bundestagspräsident Schäuble mahnte alle Seiten zur Gesprächsbereitschaft. Eine zentrale Rolle spielt nun Bundespräsident Steinmeier. Er hat die Parteichefs einzeln in seinen Amtssitz gebeten, um die Blockade bei der Regierungsbildung zu lösen. Heute kamen FDP und Grüne ins Schloss Bellevue. Der Bundespräsident lädt zu vertraulichen Gesprächen. Als Erste kommen die Parteichefs der Grünen. Steinmeier will ausloten, ob es nicht doch noch Chancen für eine Regierungsbildung gibt oder ob er am Ende Neuwahlen herbeiführen muss. Viele Gespräche auch am Rande der ersten Arbeitssitzung des Bundestages. Alle stehen unter dem Eindruck der abgebrochenen Jamaika-Sondierung. Bundestagspräsident Schäuble mahnt. Wir alle sehen uns in der Pflicht, inhaltlich umzusetzen, wofür wir im Wahlkampf geworben haben. Aber zum Wählerauftrag gehört eben auch der Auftrag an uns alle, Mehrheiten zu bilden, eine handlungsfähige Regierung zu ermöglichen. Und auch das sagt Schäuble. Die Lage sei außergewöhnlich, aber es sei keine Staatskrise. Gleich zu Beginn streiten sich FDP und SPD erst einmal wegen der abgebrochenen Sondierung. Herr Lindner, ich finde, Sie sollten ganz still sein. Ganz still sollten Sie heute hier an diesem Tag sein. Keine Verantwortung übernehmen, den Ausstieg schon lange geplant zu haben und dann so eine Theatralik auf an den Tag zu legen, das ist schon ein starkes Stück. Wie in der konstituierenden Sitzung des Deutschen Bundestages wird auch diese erste reguläre Sitzung wieder missbraucht, um dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom der SPD nachzukommen. Union, SPD, FDP, Grüne und AfD beschließen gegen die Stimmen der Linken einen Hauptausschuss, der die sonst üblichen Ausschüsse ersetzt. Das aber soll nur vorläufig gelten. Eine solche Situation hat der Deutsche Bundestag so noch nicht erlebt. Und wir werden jetzt gucken müssen, wie lange dieser Zustand, bis wir zu einer stabilen Regierungsmehrheit kommen, dauert. Die Zeit parlamentarischer Rücksichtnahme gegenüber einer Regierungsbildung, die nicht zustande kommt, wird aus AfD-Sicht begrenzt sein, meine Damen und Herren. Im Schloss Bellevue dann am Nachmittag die zweite Gesprächsrunde des Bundespräsidenten. Jetzt mit FDP-Chef Lindner. Zur Lage nach der abgebrochenen Jamaika-Sondierung jetzt Tina Hassel live aus Berlin. Bundespräsident Schäuble erhielt heute viel Applaus, als er betonte, die geplatzte Regierungsfindung sei zwar eine Bewährungsprobe, aber keine Staatskrise. Nach den gegenseitigen Schuldzuweisungen, wer für das Scheitern verantwortlich ist, bemüht man sich um Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein. In diesem Geist hat der Bundespräsident heute mit den Parteichefs der Grünen und der FDP gesprochen. Nichts ist herausgedrungen, aber dass die Liberalen sich noch einmal umentscheiden könnten, gilt als unwahrscheinlich. Schon vor dem Treffen hatte Lindner in einem Brief an die Basis erneut erklärt, warum er Jamaika platzen ließ. Das mit Spannung für morgen geplante Gespräch zwischen Steinmeier und SPD-Chef Schulz ist auf Donnerstag verschoben worden. Bei den Sozialdemokraten regt sich zunehmend Widerstand gegen die Entscheidung, eine Regierungsbeteiligung auch in der neuen Situation kategorisch auszuschließen. Viele Abgeordnete, die es gerade erst in einem aufreibenden Wahlkampf in den Bundestag geschafft haben, fürchten, ihren Sitz bei Neuwahlen wieder zu verlieren. Mitten im Prozess der internen Neuorientierung gerät die SPD durch das Scheitern von Jamaika mächtig unter Druck. Zurück zu Judith Rakers. Unabhängig von der politischen Hängepartie bei der Regierungsbildung hat der Bundestag über Auslandseinsätze der Bundeswehr debattiert. Denn deren Mandate laufen zum Jahresende aus. Verteidigungsministerin von der Leyen warb um die Zustimmung zur Verlängerung um 3 Monate. Sowohl die Partner im Ausland als auch die Soldaten bräuchten berechenbare Zusagen, so von der Leyen. Anfang Dezember wollen die Abgeordneten über die Auslandseinsätze abstimmen. Heute ging es um das Engagement im Mittelmeer, den Kampf gegen die Terrororganisation IS und die Einsätze in Afghanistan, im Sudan sowie im Südsudan.
Bei einer Großrazzia in 4 Bundesländern sind heute 6 Syrer festgenommen worden. Die Männer werden beschuldigt, Mitglieder der IS-Terrormiliz zu sein und einen Anschlag auf ein öffentliches Ziel in Deutschland vorbereitet zu haben. Nach Angaben der Ermittler waren die Pläne noch nicht sehr weit fortgeschritten. Die Männer seien beim Ausspähen möglicher Ziele beobachtet worden. Kurz vor 5 Uhr heute Morgen. Die Polizei stürmt eine Mietwohnung im 4. Stock dieses Mehrfamilienhauses in Essen. Parallel durchsuchen Beamte 7 weitere Wohnungen in Kassel, Hannover und Leipzig. Sie sichern Dokumente, Mobiltelefone, Laptops, nehmen 6 syrische Männer fest. Asylbewerber, von denen die Ermittler vermuten, dass sie Mitglieder des sogenannten Islamischen Staates sind, wie der Frankfurter Generalstaatsanwalt und das Hessische Landeskriminalamt schriftlich erklärten. Die Beschuldigten werden weiterhin verdächtigt, einen Anschlag mit Waffen oder Sprengstoff auf ein öffentliches Ziel in Deutschland vorbereitet zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Anschlagsplanung noch nicht abgeschlossen. In Kassel berichten Nachbarn der Beschuldigten, die Syrer hätten seit rund 2 Jahren dort gewohnt und sich bemüht, Deutsch zu lernen. Die Wohnung sei vor einem Jahr schon einmal von Ermittlern durchsucht worden. Laut ARD-Informationen gab es Hinweise, dass die festgenommenen Männer als mögliche Ziele den Weihnachtsmarkt und ein Einkaufszentrum in Essen ausgekundschaftet hatten. Da war die Sorge groß, dass dort ein Anschlag geplant wird. Allerdings muss man sagen, dass es bislang keine Waffenfunde gibt oder dass es keine Hinweise gibt, dass schon Sprengstoff gebastelt werden sollte. Und deswegen ist das auch ein Zeichen dafür, dass die Ermittler sehr früh aktiv geworden sind und jetzt eben Beweise suchen, zum Beispiel Datenträger, wo sie jetzt Hinweise bekommen, was die Beschuldigten tatsächlich geplant haben. Die heute gesicherten Dokumente und Daten wollen die Beamten nun analysieren. Wegen der laufenden Ermittlungen halten sie sich mit weiteren Informationen zurück. In Simbabwe bricht nach fast 4 Jahrzehnten eine neue politische Zeitrechnung an. Präsident Mugabe hat seinen Rücktritt erklärt. Das gab Parlamentspräsident Mudenda am Nachmittag bekannt. Er verlas einen Brief Mugabes, in dem dieser betonte, er trete aus freien Stücken zurück. Mugabe hatte Simbabwe 37 Jahre lang regiert. Nach einem Militärputsch vergangene Woche war er schrittweise entmachtet worden. Ich habe Robert Mugabes Rücktrittserklärung erhalten, erklärt der Parlamentspräsident am späten Nachmittag. Und sofort brechen die Abgeordneten in Jubel aus. Mugabe kam der Abwahl durch seine eigene Partei zuvor. Die hatte bereits ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Jubel auch in den Straßen. Denn tagelang hatte Mugabe die Menschen im Unklaren gelassen. Verwirrung gab es zuletzt am Sonntagabend. Gemeinsam mit der Armeeführung trat Mugabe vor die Kamera, doch er tritt nicht wie erwartet zurück. Am Ende der Rede wirkt der 93-Jährige konfus. Ich habe einen Fehler gemacht, sagt er. Ich hoffe, wir können das korrigieren. Offen bleibt, ob Mugabe versehentlich die falsche Rede hielt oder bewusst Anweisungen des Militärs umgehen wollte. 37 Jahre lang regierte Mugabe Simbabwe mit Gewalt und Unterdrückung. Offenbar überspannte er den Bogen, als er versuchte, sie zur Nachfolgerin aufzubauen, seine Ehefrau Grace. Er entließ deshalb ihn, Vizepräsident Mnangagwa, den größten Konkurrenten seiner Frau. Doch der hatte das Militär auf seiner Seite. Die Armee übernahm vergangene Woche die Kontrolle über das Land und stellte Mugabe unter Hausarrest. Die Regierungspartei will nun Mnangagwa zum neuen Präsidenten machen. Es war kein Aufstand der Bevölkerung. Es war ein Machtkampf in der Regierungspartei. Der Partei, die viele Jahre lang die Opposition im Land unterdrückt hat. Der Partei, die weiter regieren wird. Für die Menschen in Simbabwe ist entscheidend, ob dieser Wechsel nun mehr Freiheit bringt und eine Verbesserung der desolaten Wirtschaftslage. Kurz vor einem Gipfeltreffen zum Syrien-Konflikt hat Russlands Präsident Putin gestern Abend den syrischen Machthaber Assad empfangen. Nach den Gesprächen in Sotschi sagte Putin, der Militäreinsatz in dem Bürgerkriegsland komme zu einem Ende. Nun gehe es darum, politische Prozesse einzuleiten. Putin will morgen mit den Präsidenten der Türkei und des Iran, Erdogan und Rouhani, über die Zukunft Syriens beraten. Ein geheimes Treffen gestern Abend in der Schwarzmeerresidenz von Wladimir Putin. Erst heute erfuhr die Welt davon.
Ein Signal an alle Interessensparteien im Syrien-Konflikt, dass der Kreml an Syriens Präsident Assad festhält und für beide eine neue Etappe erreicht ist nach 2 Jahren Militäreinsatz der Russen. Es gibt natürlich noch immer Terroristen, überall, auch in Syrien. Aber unsere militärische Hauptaufgabe ist fast zu Ende. Wir können sagen, dass wir sie in der allernächsten Zeit gelöst haben werden. Dank an die Schutzmacht, an all jene Militärs, die Assads Staat und ihn gerettet haben. Dank, so sagt es Assad, auch im Namen des syrischen Volkes. Er rechne nun mit Russlands Unterstützung, sagte Assad, um sicherzustellen, dass sich externe Parteien in den politischen Prozess nicht einmischten. Zurückschauen wolle er nicht, sondern jetzt einen politischen Dialog. Und dafür will der Kreml, dass Assad sich an die Vereinbarungen hält. Denn morgen empfängt Putin die Präsidenten Irans und der Türkei zur weiteren Abstimmung. Auch mit Saudi-Arabien und mit Washington hat Putin bereits telefoniert. Und weitere Schritte sind geplant. Im Dezember will der Kreml zu einem syrischen Volkskongress einladen. Zuletzt hatte Moskau weitere UN-Untersuchungen über einen Giftgaseinsatz des syrischen Präsidenten blockiert. Über die Zukunft Assads entschieden allein die Syrer, betonte der Kreml heute erneut. In der russischen Rhetorik hat sich nichts geändert. Der Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen hat die Rechte kleiner Parteien und Wählergemeinschaften gestärkt. Die Richter kippten die 2,5% Sperrklausel für Kommunalwahlen in NRW. Damit dürfen auch Gruppen und Stadträte und Kreistage einziehen, die weniger Stimmen erhalten haben. Nach Ansicht der Richter wäre eine Sperrklausel nur zulässig, wenn die Gremien wegen vieler kleiner Parteien nicht mehr arbeitsfähig sind. Das sei aber nicht der Fall. Proteste in Erfurt gegen den angekündigten Stellenabbau bei Siemens. In der thüringischen Landeshauptstadt demonstrierten mehrere hundert Menschen gegen die Pläne des Konzerns. Siemens will weltweit 6.900 Stellen streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Thüringens Ministerpräsident Ramelow von der Linkspartei sagte, die Neuausrichtung des Konzerns dürfe nicht vor allem auf dem Rücken Ostdeutschlands ausgetragen werden. Deutsche Schüler sind überdurchschnittlich gut in der Teamarbeit. Das ist das Ergebnis eines PISA-Vergleichstests, in dem die soziale Kompetenz von Neuntklässlern untersucht wurde. Sie rangieren unter den gut 50 teilnehmenden Nationen im oberen Viertel. Die Erhebung förderte noch einen weiteren Aspekt zutage. In allen Ländern schnitten Mädchen bei der Teamarbeit besser ab als Jungen. Wer schon in der Schule das Arbeiten im Team lernt, hat es später im Beruf leichter. Denn die Arbeitswelt wird immer komplexer, Teamfähigkeit zu einer gefragten Qualifikation. Die OECD hat deshalb in der PISA-Studie 2015 auch diese Kompetenz erforscht, mit einem positiven Ergebnis für Deutschland. Erreichten die deutschen Schüler beim individuellen Problemlösen den 16. Rang von 52 Teilnehmern, liegen sie beim Problemlösen im Team auf dem 12. Platz. Spitzenreiter bleiben Singapur und Japan individuell und im Team. Die deutschen Kultusminister sind zufrieden und loben die Arbeit der Lehrer. Unterschiedliche Unterrichtsformen, auch das Teamarbeiten als Unterrichtsform in gewissen Bereichen lohnt sich und zahlt sich aus. Und diese Sozialkompetenz im Unterricht mit zu vermitteln, ist wichtig und gelingt in Deutschland erfolgreich. Besonders trifft dies weltweit auf Mädchen zu. Auch in Deutschland ist der Unterschied deutlich. Mädchen erreichten 540 Kompetenzpunkte, Jungen 510. Das berichten viele Lehrer und die Erfahrungen habe auch ich gemacht, dass Mädchen sich besser zurechtfinden bei Teamarbeit in der Suche nach tatsächlich der sachlich besseren Lösung. Bei den individuellen Leistungen dagegen waren die Jungen besser in Naturwissenschaften und Mathematik. Am erfolgreichsten aber waren immer gemischte Teams. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 22. November. Hoher Luftdruck sorgt von Süden für freundliches und sehr mildes Wetter. Der Norden bleibt allerdings auf der wolkigen Seite. Und dort sowie auch im Osten fällt heute Nacht zeitweise Regen, sonst bleibt es trocken. Im Süden klart es verbreitet auf. Morgen im Norden wolkenverhangen, immer wieder regnet es. In der Mitte erst wolkig, später freundlicher. Den meisten Sonnenschein gibt's im Süden. Im Emsland heute Nacht bis 10 Grad, am Alpenrand leichter Frost. Morgen 7 Grad im Bayerischen Wald bis 16 Grad im Markgräfler Land.
Am Donnerstag in der Nordwesthälfte teils Sonne, teils Wolken und einzelne Schauer, dazu windig, ansonsten oft sonnig und sehr mild. Am Freitag im Nordwesten Regen, Richtung Südosten überwiegend freundlich. Dort auch am Samstag zunächst noch freundlich, sonst wird es wechselhaft, im Nordwesten auch stürmisch. Um 22.15 Uhr begrüßt Ingo Zamperoni Sie zu diesen Tagesthemen. Vorwärtsgenossen, wie die SPD sich für Neuwahlen rüstet und Prozess gegen Ex-General Mladic, den Schlechter vom Balkan. Die Aufarbeitung des Völkermordes von Srebrenica. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.